Lange ist es her, dass wir etwas zum Schneelanden der Kron-DLC gehört haben, doch nun tauchen einige Hinweise auf, die neue Infos parat zu halten scheinen. Bekommen wir also bald neues Footage oder sogar ein Release-Datum für das Schneelanden der Kron-DLC präsentiert? Genau darüber möchte ich heute in diesem Video mit euch sprechen. Los geht's! Jo Leute, mein Name ist Tim und falls auch ihr keine weiteren Guides, News und Leaks zu kommenden Pokémon-Titeln verpassen möchtet, dann gebt dem Video doch gerne eine positive Bewertung und abonniert den Kanal oder folgt mir auf Twitch, um in meinen Livestreams gemeinsam mit mir über diese Themen quatschen zu können. Mehr als 3 Monate sind mittlerweile vergangen, seit das Insel der Rüstung DLC für Pokémon Schwert und Schild erschienen ist, doch über das zweite DLC, die Schneelanden der Krone, welches noch dieses Jahr erscheinen soll, wurde seitdem eher Stillschweigen bewahrt. Aber nun tauchen auch von offizieller Seite Informationen auf, die die Erweiterung wieder zum Thema machen könnten. Denn abgesehen von den ganzen total glaubwürdigen 4chan-Fake-Leaks gibt es noch 2 andere Quellen, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Fangen wir also an mit einem neuen Trailer zu den Schneelanden der Krone, welcher letzte Woche released worden ist. Warum es ein neuer Trailer ist, werdet ihr gleich verstehen. Eventuell haben einige von euch diesen Trailer aber gar nicht mitbekommen, denn er wurde auf keinem der großen Nintendo-YouTube-Kanäle veröffentlicht, also weder auf Nintendo of America, Japan oder Europe und auch nicht auf deren Twitter-Accounts. Stattdessen erschien der Trailer auf dem recht kleinen, aber dennoch offiziellen Vertreiberkanal für Nintendo-Produkte in Südafrika. Warum ausgerechnet da? Keine Ahnung. Dieser Trailer zeigt jedoch leider kein neues Footage, sondern es wird bereits gezeigtes Material verwendet, das jedoch einfach nur anders zusammengeschnitten wurde. Darum auch ein neuer Trailer. Doch viel interessanter ist sowieso, was im Titel und am Ende dieses Videos steht. Im Titel des Videos wird nämlich die Phrase Coming Soon genannt und am Ende des Trailers wird auch nochmal Herbst 2020 als Release-Zeitraum für das DLC bestätigt. Aufgrund des langen Ausbleibens neuer Informationen zu diesem DLC haben einige Fans nämlich befürchtet, dass das DLC gar nicht mehr dieses Jahr erscheinen würde. Doch dieser Hinweis am Ende des Videos bestätigt, dass die ganze Geschichte wohl immer noch für den Herbst 2020 als Veröffentlichungszeitraum geplant ist. Offizieller Herbstbeginn ist ja auch bekanntlich der 22. September, also sprich morgen. Also dürfen wir uns nun ab morgen auf Neuigkeiten zum neuen DLC freuen? Nun, vielleicht sollte man nicht allzu viel in diesen kleinen Coming Soon Trailer interpretieren, doch es gibt noch einen weiteren kleinen Hinweis darauf, dass uns demnächst neue Informationen zu der ganzen Geschichte erwarten könnten. Eventuell habt ihr schon mal vom Korokoro Magazin gehört. Die Korokoro ist ein japanisches Manga-Magazin, welches monatlich dort erscheint und auch regelmäßig Neuigkeiten zu neuen Pokémon-Produkten beinhaltet. Und wie es aussieht, ist nun das Cover der neuen Korokoro-Ausgabe geleakt worden. Und unter anderem wird es dort auch einen kleinen Artikel über das Schneelanden der Krone DLC geben. Übersetzt bedeutet dieser kleine Ausschnitt in etwa folgendes. Pokémon Schwert und Schild, die Schneelanden der Krone, neueste Informationen, erscheint es endlich, Pokémon-Informationen nähern sich. Dazu sei gesagt, dass die Korokoro, anders als 4chan, sich schon sehr oft als solide und vertrauenswürdige Quelle für neue Pokémon-Informationen bewiesen hat. Bekommen wir demnächst also endlich neues Footage, einen neuen Trailer oder sogar eine kleine Direct zum neuen Pokémon-DLC präsentiert? Was meint ihr dazu? Und was denkt ihr, wann könnte das DLC erscheinen? Lasst uns darüber doch gerne mal in den Kommentaren ein bisschen spekulieren. Natürlich werde ich euch, sobald es Neuigkeiten zu dem Thema gibt, auch so schnell es geht hier auf meinem Kanal darüber informieren. Bis dahin empfehle ich euch noch dieses Video hier von mir, in dem ich über einige Dinge spreche, die ich mir vom zweiten DLC erhoffe. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen grandiosen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin und ciao.